wählen jetzt. Hey, liebe Leute, wir sind da, wir sind live und wir haben es tatsächlich hingekriegt. Also ich starte vielleicht einfach mal ganz kurz die Begrüßung und freue mich super, hier in unserer oder meiner oder wie auch immer Business Community live zu sein. Es ist für uns das allererste Mal. Wir sind total aufgeregt. Wir haben Technik gescheckt gemacht seit 2 Tagen und es funktionierte und wie das immer so ist. Hat man im Vorgang dann halt unsere Herausforderung. Aber just in time, jetzt sind wir da. Hi Nadine. Hi Gerald, schön, dass es geklappt hat. Freue mich jetzt auf das LinkedIn Live zu unserem Buch Digital Fitness und hier ein paar praktische Tipps auch zu geben, die nächste Stunde. Genau, und dazu haben wir uns 60 Minuten Zeit genommen. Ne? Also als Hintergrund, wir haben im letzten Jahr ein Büchlein herausgebracht im Redline Verlag, die Nadine und ich. Und ganz kurz 2 Sätze zur Historie. Nadine sprach mich irgendwie vor 1,5 oder 2 Jahren an und sagt, Mensch, das ist irgendwie so ein Thema. Und da sollten wir uns mit beschäftigen. Ist in ihrem Job, also in deinem Job, Nadine, wichtig. In meinem Job nehme ich das natürlich auch wahr, klar. So mit den digitalen Kompetenzen, das ist ja so sozusagen die Profession. Und dann haben wir gesagt, Nadine, wollen wir da nicht ein Büchlein zu schreiben, ne? Genau. Und dann kam die Corona-Pandemie und hat super gepasst. Und wir haben den Lockdown genutzt quasi, um das Buch zu schreiben. Kein Lockdown-Frust, sondern wir haben das Buch geschrieben während des zweiten Lockdowns, glaube ich. Ne? Zweiter Lockdown war das, genau. Ich glaube, es war Lockdown. Der zweite. Genau, zweite. Ich habe irgendwie die Zeit vergessen, die letzten 2 Jahre. Ja, wir hatten noch nie so viel Zeit, irgendwie mal was, also wirklich uns mit einem Thema so intensiv zu beschäftigen wie in dieser Zeit, ja. Also insofern ein Kind des Lockdowns, insofern ist das zumindest ist dieses Büchlein ein kleiner Sieger dieser Geschichte. Und das Gute ist, an so einem Buch kann ja nicht krank werden, ne? Also es bleibt auch in den nächsten Lockdowns immer noch da. Genau, es bleibt nicht nur in Lockdowns da, sondern es bleibt auch jetzt da, weil jetzt ist ja genau, was Unternehmen brauchen, was machen wir jetzt? Wir gehen ja eigentlich nicht mehr zurück in die Bürowelt 100%, sondern wir müssen jetzt digital arbeiten. Und was jetzt für alle irgendwie Post-Fiction war, irgendwie 2025 oder 2030 mal kommen sollte, kam jetzt ja doch sehr schnell und du kannst auch nicht mal zurück. Ja, also die Menschen wollen das auch nicht mehr. Und jetzt geht es ja darum, da jetzt Konzepte zu entwickeln und implementieren. Das war jetzt nicht nur das Corona-Buch, sondern ist jetzt eigentlich jetzt erst aktuell auch geworden. Ja, also der Verlag selber meint, das Thema ist für die nächsten 5 Jahre relevant. Wenn das der Verlag, der Programmleiter von Redline sagt, dann muss da ein bisschen was dran sein. Wir werden es sehen, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir in den letzten 1,5 Jahren sehr, sehr, sehr intensiv recherchiert. Interessanterweise hatten wir natürlich eine Datengrundlage, die weltweit den gleichen Hintergrund hatte. Ne? Wir hatten weltweit Corona und alle hatten dieselben Probleme. Also was ist wirklich absolut einmalig. Deswegen ist einfach auch das Datenmaterial, was wir zusammengetragen haben und wo wir wirklich einen ganz, ganz kurzen ZDF-Einblick liefern wollen, auch absolut, absolut repräsentativ und valide. Ich habe die ZDF nochmal gecheckt, hier für den LinkedIn Live. Ich habe keine neuen Zahlen gefunden. Also, ja, genau. Aktuell. Genau, es gibt keine neuen, jedenfalls keine für uns überraschenden Zahlen. Aber toll, dass wir in der Medienberichterstattung, und da wisst ihr so, Medien nehmen auch gerne immer die Zahlen auf, die eine coole Headline liefern, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen dastehen. Also wenn man in der Medienlandschaft zum Thema hybrides Arbeiten, Homeoffice ja, nein, was ist gut, was ist schlecht, sieht, dann gibt es mal so Tendenzen,
einen Teil findet es total super, endlich neue Arbeitswelt, New Work, es geht los und so weiter. Und die anderen sagen, vorwiegend so auf Arbeitgeber sage, ja, nee, ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Wir wollen schon die Leute auch wieder da haben. So Stichwort Kontrolle. Also in der Wahrnehmung schon sehr, sehr ambivalent, muss man wirklich sagen. Ne? Aber was wir wirklich an validem Material gefunden haben, ist da sehr eindeutig. Ne? Genau, genau. Sollen wir vielleicht mal auf die Zahlen gehen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben ein paar Charts vorbereitet. Eigentlich sind wir ja beide nicht so die PowerPoint-Junkies. Nein. aber ich gebe jetzt mal unseren Bildschirm frei oder einen Bildschirm frei in der Erwartung, dass das hier mit unserem Tool auch funktioniert. Und dann sehen wir jetzt diesen kleinen Bildschirm hier. Oh, und es funktioniert sogar. Ich bin begeistert. Und im Präsi-Modus sollte es dann jetzt auch funktionieren. So, jetzt sollten wir uns sehen, Nadine, oder? Ja. Okay, super. Also der Präsentationsmodus funktioniert noch nicht. Na, super, genau, den habe ich gestartet. Jetzt sind wir natürlich beide so Digital-Junkies. Jetzt könnte man sagen, scheiß Technik. Warte mal, von Anfang an, ab der aktuellen Folie weitergeben. Ich starte nochmal. Nee, das scheint nicht zu funktionieren, das zum Thema digitale Fitness. Aber Leute, dann lassen wir es einfach so. Also ihr seht links dann quasi die Chartübersicht und wenn man so drüber geht, dann seht ihr... Genau, so vielleicht kannst du mal auf die Folie 3 gehen. Das ist nämlich ganz lustig. Genau, Loki ist es nicht und wir gehen auf Folie 3. Nadine, leg los. Genau, weil das habe ich eingefügt. Das ist, was ich in London 5 Wochen vor der Corona-Pandemie gemacht habe, dieses Foto von einem Bookstore in London. Please note, the post-apocalyptic fiction section has been moved to current affairs. Und das ist so, das habe ich irgendwie gemacht, weil es hat mich so getriggert. Und dann habe ich gedacht, das passte zu Corona. Ne? Jeder dachte, oh, digitales Arbeiten, oh, digital skills, digitale Kompetenzen. Wenn ich da mit Kunden vor der Corona-Pandemie gesprochen habe, war das so, ja, wir müssen mal was machen, aber irgendwann kommt es mal so Mitte nach 2022, vielleicht irgendwann in 3, 4 Jahren, wir beschäftigen uns schon damit. Und es ist genau der passende Spruch. Ja, also das, was wir alles gedacht haben, kommt später, ist es plötzlich Realität geworden in einer sehr kurzen Zeit. Und deswegen, ich nehme dieses Foto immer als ersten Einstieg in Talks oder in Workshops und jeder kann sich da irgendwie widerspiegeln. Und das finde ich mal ganz lustig, ja. Dass ich das genau vor der Corona-Pandemie irgendwie noch fotografiert habe in London. Und ja. Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ne? Und lass uns vielleicht noch 2 Sätze kurz zu uns finden, weil nicht jeder kennt uns hier. Ne? Also, genau, richtig. Einige kennen mich, aber viele kennen jetzt die Nadine nicht. Deswegen, Nadine, vielleicht sagst du einfach mal so 2 Worte zu dir, was dich auszeichnet, was du machst, was dein USP ist. Genau, Nadine Spoyer ist mein Name und ich helfe Unternehmen in der digitalen Transformation, was digitalen Arbeitsplatz und digitales Lernen betrifft. Beschäftige mich schon sehr lange mit Tools, Digital Collaboration und wie kann man, ja, wie beeinflusst Tools und Technologie unsere Arbeitswelt, unsere Zusammenarbeit, unsere Kommunikation. Und da unterstütze ich Unternehmen und das mache ich ja schon sehr, sehr lange. In vielen großen Unternehmen, vielen Transformationsprojekten, in unterschiedlichen Rollen. Und ich bin, ja, meine Leidenschaft ist einfach das Thema Tools und Technologie, wie das uns beeinflusst, unsere Arbeitswelt und was ich jetzt auch, das wird auch die erste Säule gleich, werden wir sehen, Digital Fitness, was bedeutet das? Das ist auch nicht nur Technologie, sondern ein absoluter Mindset-Shift. Ja, es ist das, was du gesagt hast. Was wollen die Menschen jetzt? Wir verändern uns alle, wir bringen alle unsere Individualität mit rein in die Arbeitsplätze, unsere Präferenzen. Es ist nicht mehr so, komm mal von 9 bis 5 irgendwie mal ins Büro, mach da irgendwas und ich als Führungskraft gebe dir irgendwelche Aufgaben, du lieferst es ab, sondern die Menschen brauchen diesen Purpose plötzlich. Also die wollen sagen, ich habe meine persönlichen Ziele, jetzt habe ich die Möglichkeit durch das flexible Arbeiten, durch die Digitalität, meine Persönlichkeit zu entwickeln und man hat diese Grenze nicht mehr Arbeit, Life, Work, Life Balance, sondern es wird eine Work-Life-Integration in irgendeiner Folge
Und die Unternehmen und die Führungskräfte müssen sich darauf einstellen. Und was wir auch sehen, das haben wir in den Studienlagen gesehen, wenn ich das als Unternehmer nicht leisten kann oder nicht leisten möchte, dann gehen mir die Talente verloren. Die suchen sich einen anderen Job. Wir haben einen Talent-Driven Market, also die Talente können sich die Jobs aussuchen und können sich sehen, okay, ich gehe zu dem Unternehmen, wo ich am besten meine persönlichen Ziele in Einklang mit der Arbeit verbinden kann. Und ich glaube, das Thema Gehälter ist da gar nicht mehr so der große Faktor. Klar, das muss stimmen, ne? Muss überleben, man muss sich das leisten können. Aber die Menschen und gerade die jüngere Generation, die suchen vermehrt nach diesem Purpose-Driven Workplace. Und das ist ein großer Mindset-Shift und es kommt auch alles mit der Digitalisierung. Ja, super, super, echt. Also Wahnsinn, was du für Sachen machst. Ja, du bist auch bei mir Lehrbeauftragte. Und weil du sagst, irgendwie, Mensch, man könnte auch digitale Tools nutzen, so für die eigene persönliche Entwicklung. Das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich habe heute Morgen gerade einen Post dazu rausgehauen bei LinkedIn, also wo es indem ich ganz besonders vor allem dann auch junge Frauen anspreche, also junge Frauen so irgendwas zwischen 20, 30, da dachte ich zunächst erstmal immer. Okay, dann bin ich schon raus. Ja, du bist schon 31, Nadine. Nein, du bist schon. Ja. Aber insofern, also gerne mal auf diesen Post gehen. Es gibt auch einen Podcast dazu, der heute früh erschienen ist und das nur am Rande. Ja, also genau. Ich habe auch einen eigenen Podcast, einen eigenen Blog, einfach mal draufschauen und jetzt, Gerald, tu nochmal dein Wort. Genau, also wir publizieren halt beide viel, ne? Und ja, mich kennt bestimmt so die einige vielleicht, der Gerald, bin an der DHBW in Mannheim, leite den Studiengang Digitale Medien und beschäftige mich eigentlich den ganzen lieben langen Tag mit digitalem Gedöns und Zeugs. Und Schwerpunkt ist in der Tat Kompetenzentwicklung und Marketingkommunikation. Das sind so meine beiden Schwerpunktthemen. Okay, gehen wir mal so ein bisschen so auf die... Bitte? Genau, ja, gehen wir mal auf die ZDF, genau. Gehen wir mal auf das ZDF. Also wir haben in dem Büchlein, ist kein Wissenschaftsbuch, ne? Ist wirklich eigentlich ein noch nicht mal ein Sachbuch, ich würde sogar da sagen, es ist ein Ratgeber. Und haben aber natürlich, um dann die entsprechende Grundlage dafür zu schaffen, also auch die Validität für unsere Handlungsempfehlungen, natürlich Daten gesammelt, Studien gesammelt und so weiter. Ja, und da können wir uns ein bisschen abwechseln, Nadine. Ne? Vielleicht, ich fange an, weil ich gerade Luft geholt habe, zur McKinsey-Studie. McKinsey ist weltweit auf dem Themengebiet schon seit über 15 Jahren aktiv. Die haben schon sehr, sehr früh das Thema der digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen für sich als Beratungsthema identifiziert. Und wenn die sowas tun, dann machen die erstmal Studien. Ne? Also McKinsey ist die Content-Maschine schlechthin, wenn es um Studien geht für neue Themen. Deswegen, fern jetzt der Sympathie oder Antipathie zu oder gegen McKinsey, die machen gutes Zeugs. Und die haben dann insbesondere die 1920er-Pandemie, begann ja erst richtig Anfang 20, aber 19 begann es schon weltweit, festgestellt, dass sehr viele Beschäftigte Schwierigkeiten haben, überhaupt zu ihren Kolleginnen und Kollegen eine enge Verbindung herzustellen. Also das war nicht nur in Corona so mit Homeoffice, sondern das ist auch schon vorher so. Und das ist hochinteressant, weil dann das in dieser Zeit schon war, dass sehr viele schon 2017, 18 und 19 immer mehr Menschen gesagt haben, Mensch, ich suche eigentlich nach neuen Arbeitsformen. So wie wir jetzt hier im Büro abhocken, in Großraumbüros, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Gibt es da Alternativen? Gibt es da Alternativen? Und dann hat McKinsey weiter festgestellt, ja, die gibt es dann schon. Und es gibt vor allem auch in den Transformationsprozess, die dieser Megatrend der Digitalisierung mit sich bringt, einfach extrem große Herausforderungen, weil die Digitalisierung, also digital heißt nicht automatisch menschenfreundlich, ja, oder mitarbeiterfreundlich. Ja, was ich also in meinen Projekten sehe, Digitalisierung bedeutet immer erstmal, wir machen eine Transformation, was Technologie betrifft. Genau. Also wir führen Tool ein, wir haben eine neue Toollandschaft. Oder wir hieven alle Prozesse auf eine andere Systemlandschaft. Und dann geht es erstmal Tools, Business Integration. Irgendwann merkt man, und es ist immer das, was wir dann auch von der Change-Seite sagen, nehmt die Leute mit. Vergesst die Leute. Ja, wir machen erstmal Tools, Business Integration. Ja, nehmt die Leute mit.
ja, wir machen das Tools und Workplace und so und Geschichten, aber nehmt die Leute mit. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr ist es so, oh, wir haben vergessen, Leute zu fragen, weil sich jeder dann sträubt. Ja, die sagen dann, die akzeptieren das nicht, die verstehen das nicht, das ist oben aufgesetzt und die arbeiten ganz anders im täglichen Geschäft, die brauchen diese Prozesse, die brauchen das und wir sollten uns damit beschäftigen. Das ist das, was McKinsey sagt, 70% der Transformation scheitern größtenteils aufgrund von menschen- und kulturbezogenen Herausforderungen. Wenn ich jetzt nur Tools aufsetze und Technologie, dann kriege ich keine Transformation hin, sei es in meiner Tool-Landschaft oder auch am digitalen Arbeitsplatz. Also ich muss immer zuerst alle Stakeholder berücksichtigen und alle, die damit arbeiten sollen, berücksichtigen, einbinden, Integration. Das heißt jetzt nicht, dass man dann jetzt auf alles Rücksicht nehmen soll und mitmigrieren soll, sondern die Menschen werden es erst akzeptieren, wenn die das Gefühl haben, dass sie eingebunden werden. Allein dieses Gefühl schon zu haben, ich kann mich jetzt einbringen, ich bin eingebunden, ich bin berücksichtigt, ist essentiell für diese digitale Transformation. Sei es jetzt, wir führen eine neue Oracle-Suite ein oder irgendeine andere Suite oder ich nutzt jetzt plötzlich Office 365 vom Arbeitsplatz. Das ist unerheblich. Ja, genau, 70% der Transformation scheitern genau vor diesem Hintergrund. Ne? Und da kommen natürlich viele jetzt sofort auf die Idee und sagen, Mensch, das hat doch bestimmt was mit Führung zu tun. Und ja, natürlich, klar, hat das was mit Führung zu tun. Und deswegen haben wir uns dann auch damit beschäftigt, welche Empfehlungen für Führungskräfte tatsächlich gegeben werden. Ne? Weil Kultur kann man zwar auch so bottom-up von unten entwickeln, aber häufig ist es ein Top-Down-Thema. Und in neuen Arbeitsumgebungen à la Hybrid oder New Work ist es sogar ein iterativer Prozess. Ja? Da gibt es nicht den Chef oder den Mitarbeiter, sondern die müssen aufeinander zugehen. Und deswegen ist das ein riesengroßes Thema, weil das ist nicht nur eine Kulturveränderung in sehr vielen Unternehmen, wie wir feststellen, sondern es ist eine Kulturveränderung unserer kompletten Arbeitswelt. Ne? Gerade in Deutschland, wo wir doch sehr extrem strukturiert immer denken und arbeiten, extrem zielorientiert, extrem hierarchisch in vielen, vielen Branchen noch, ist das quasi eine Revolution. Genau. Sieht man an der Gallup-Studie, Nadine, ne? Genau, das ist auch, man könnte sagen, ja, das sind Corona-Effekte, wir hatten Homeoffice, wir hatten die Kinder zu Hause, wir hatten den Partner zu Hause, wir waren plötzlich alle eingeschlossen auf wenigen Quadratmetern, das ist auch ein Stressfaktor, ja. Oder es war neu für uns, ist Stressfaktor, ja. Alles, was immer neu ist, uns über uns anstrengt, ist erstmal Stress und Burnout. Aber man sieht diese Zahl, ich habe die nochmal validiert, dass die, und ich spreche auch mit vielen, und ich merke das auch mir selbst, wir sind durch das digitale Arbeiten sehr, sehr gestresst. Ich meine, Corona ist jetzt vorbei, ja. Wir sind weiterhin gestresst. Und es liegt daran, dass man nicht einfach, das kommen wir dann auch zu einer solchen digitalen Fitness, nicht einfach die Konzepte und das, was ich in der Bürowelt gemacht habe, im analogen Bearbeiten, 1:1 aufs digitale Arbeiten übertragen kann, was viele versuchen, sondern ich muss mir überlegen, wie passe ich meine komplette Arbeitsorganisation an. Digitales Arbeiten ist ein komplettes, habe mich damit auch beschäftigt, da gibt es ganz tolle Studien von der Medical Harvard Business School, wie digitales Arbeiten und Toolsnutzung das menschliche Gehirn beeinflusst, unbewusst, das nehmen wir gar nicht wahr, und warum wir so gestresst sind. Und ich kann nicht von 9 bis 17 Uhr irgendwie online sein im Chat oder von meinen Mitarbeitern verlangen, jetzt bist du mal 9 bis 17 Uhr erreichbar im Chat und ich kann dich jederzeit anchatten. Es geht nicht, wir können nicht an einem Arbeitsplatz die ganze Zeit vor einer Kiste sitzen und diese Tools bedienen. Also ich brauche eine flexible, angepasste Arbeitsorganisation und wir kommen dann später noch auf die Begriffe synchron, asynchron auszubalancieren. Und sich überlegen, wo brauchen wir Integration vom Team, wo brauchen wir dieses Miteinander und wo müssen wir uns ja 1:1 in Echtzeit zusammenarbeiten und wo kann ich sagen, ich habe einen eigenen Zeitplan und einen eigenen Fokuszeit, ja, und ich kann mir das auch einrichten in dieser, wir sprechen von Work-Life-Integration, ist genau das, was wir schaffen müssen durch die Arbeitsorganisation, dass wir diese Work-Life-Integration gewährleisten, dass wir mit diesem, dass
der Stressfaktor durch die Tools, digitales Arbeiten dadurch vermindert wird. Ja? Und das ist eine Sache der Führungskräfte auf jeden Fall, das zu gestalten. Ja, mega, mega, mega Herausforderung. Ja, also ich kann dazu ganz kurz nur einen Satz beisteuern, dass wir an der Hochschule sehr viele Projekte in dem Bereich mittlerweile machen, für Unternehmen, wo wir mit studentischer Mitarbeit und Denkarbeit dann uns überlegen, wie kann eigentlich jetzt ein psychisches Gleichgewicht auch während der Arbeit in zunehmenden Digitalisierungen stattfinden? Mega Kritikpunkt, wirklich, aber dazu später noch. Wir haben einen Kommentar. Die Jutta hat zu dir, Nadine, auch zu deinem Inhalt auch gesagt, dass sie in ihrer Firma auch eine, oder beziehungsweise bei einem Klienten dann eine App entwickelt haben, um Zeit zu erfassen und so weiter. Dann haben sie festgestellt, funktionierte nicht so ganz. Und dann im zweiten Schritt festgestellt, ja, die Leute wurden gar nicht befragt. Dann war diese App dann wohl dann nicht so erfolgreich. Also vielen Dank, Jutta, für den Hinweis in den Chat hier. Auch die Motivation an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich hier immer und jederzeit gern zu beteiligen, nehmen wir auf, erwidern das, geben ein Statement dazu. Ja. Ja, super, super. Also das ist schon, also wenn man sich das so anguckt, ist denn die Studienlage da schon sehr, 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 sehr eindeutig. Wir haben auch festgestellt, und zwar durch eigene Befragungen, die jetzt in meinem Kontext, in meinem Hochschulkontext dazu stattgefunden haben. Wir haben mal gefragt, okay, was sind dann eigentlich so die größten Needs bei euch, wenn ihr euch um digitale Kompetenzen und so weiter kümmert, wenn ihr weiterlernen wollt, wenn ihr euch persönlich weiterentwickeln wollt, was sind da so eure Needs? Und ich habe echt wirklich alles erwartet als dieses Ergebnis, nämlich dass wirklich 3/4, also eine Mehrheit wirklich von über 790 Befragten sagen, sie suchen eigentlich immer nur den neuesten und geilen heißen Scheiß in Form von Tools und Apps, damit sie diesen Information Overload stattfinden. Ich kann nur sagen, allein in dieser Woche gab es 3 Anfragen, die bei mir auf dem Tisch gelandet sind, wo es denn um die Anfragen für Keynotes geht, exakt zu diesem Thema. Wie kriegen wir in den Unternehmen, und hier geht eine Regel, je größer, umso doller, wie kriegen wir in unseren Unternehmen diesen Information Overload endlich mal in den Griff? Ne? Und wie können wir zugleich die Ablenkung durch digitale Medien reduzieren? Und da sehen wir, dass dieses Thema produktivitätstreibend ist und nicht nur irgendwie so, nice to have, ein bisschen Betriebsrat machen und so weiter. Also kein klassisches Betriebsratsthema, das ist ein Produktivitätsthema und damit natürlich Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Unternehmertum. Ne? Ja, also wenn ich damit auch mit Kollegen spreche oder mit meinem Netzwerk, die sehr digital affin sind, ist es auch ein Thema. Ja? Also da kommt immer so, das Thema Abschalten ist ein ganz großes Thema. Ich kann nicht abschalten. FOMO, Fear of Missing Out. Ich gehe mal raus aus dem Unternehmensjet, gehe mal mit dem Hund spazieren oder mache was anderes, was man so macht. Gehe dann wieder rein und ich habe dann diesen Chatverlauf und ich kriege die Sachen nicht mehr mit. Ja? Oder ich muss immer in sozialen Medien online sein, weil ich dann irgendwie was verpasse. Also es ist so viel außen vor. Wir haben das Gefühl, wir verpassen was. Aber eigentlich verpassen wir nichts. Wir kriegen immer die Informationen mit, die wir kriegen müssen. Und da wird es, glaube ich, auch ganz spannend, Gerald, ob uns mal zukünftig irgendeine tolle KI helfen kann. In irgendeiner Form. Gib mir mal Zusammenfassungen von allen meinen Themen oder so, dass ich da dann alles in einem Newsletter, dann schickt man meinen Newsletter die Woche, was ich alles verpasst habe. Ne? Und dann nehme ich mir Zeit am Freitagnachmittag, lese mal das vor. Also das ist ein großes Thema, dieses Fear of Missing Out, weil ich habe so viel, was ich denke, ich muss das alles wissen, aber ich muss, das ist auch eine Selbstdisziplin zu entscheiden, was muss ich wissen, was muss ich nicht wissen. Und dann auch mal Sachen liegen zu lassen, außen vor zu lassen. Ja, absolut. Also Riesenthema. Ich könnte jetzt, Nadine, danke für diese Steilvorlage, da irgendwie Stunden drüber erzählen, aber ist ein anderes Thema. Machen wir später mal. Jetzt geht es um die Frage, brauchen wir tatsächlich in den Unternehmen ein sogenanntes Upskilling? Also müssen wir tatsächlich in diesen Unternehmen etwas machen? Ich glaube, dass die Studienlage, die Daten und die Feedbacks aus den Unternehmen da verdammt eindeutig sind und dürfen das mit Ja beantworten. Und wie könnte dieses Upskilling aussehen? Nadine, da hast du einen wunderbaren Chart vorbereitet, nämlich die 7 Säulen für digitale Fitness, die aus unseren beiden Köpfen zwar entstanden ist. Vielleicht magst du aber dazu
kurz was sagen, was so die wichtigen sind? Einige hast du schon angesprochen, wie Mental Health und dieses Digital Wellbeing. Ja. Wir sehen gleich den Chart live. Das braucht noch ein, zwei, drei Sekunden. Geh mal einen Chart davor auf die Nummer 8. Ja, das dauert jetzt noch mal ein paar Minuten. Also ihr seht jetzt hier live tatsächlich erstmal die, ja, genau, die sieben Säulen der Digital Fitness. Das ist erste Mal, genau. Warum brauchen wir ein Upskilling? Das ist erstmal zum Abholen vielleicht auch nochmal wichtig. Also wir sehen schon, es ist nicht nur Tools-Einführung, dass ich sage, meine Mitarbeiter müssen jetzt irgendwie Tools bedienen. Ich schicke die in eine IT-Schulung und das war's. Nein, es ist erstmal das Thema, es geht um Einstellung, Fähigkeiten und Veränderungen zu meistern, emotionale Bindung von Mitarbeitern, Stress zu berücksichtigen, also alles, was wir jetzt schon mal angesprochen haben, was die Tools mit sich bringen, aber was weit über IT-Trainings hinausgeht. Und dann haben wir es auch, unser Umfeld wird immer dynamischer, wir müssen immer mit unvorhersehbaren Ereignissen zurechtkommen, um als Führungskräften auch in solchen Arbeitsumgebungen dann auch Entscheidungen treffen zu können oder Entscheidungsalternativen bewerten zu können und auch herleiten zu können. Ja, das ist auch nochmal was ganz anderes für die Führungskräfte. Klar, Wissen für die Anwendung von Tools, aber es ist nicht nur, wie bediene ich jetzt Microsoft Office 365 zum Beispiel oder ein Teams-Chat, sondern wie kann ich denn das bewusst in meinem Führungsalltag auch einsetzen? Das ist was ganz anderes als Toolbedienung, sondern da muss ich mir überlegen, wie ich das auch integriere in meine Führungsarbeit und was das für Folgen hat und wie ich das einsetze, dass es auch ganz sehr effizient und effektiv ist. Und dann, was ganz wichtig ist, was viele vergessen, wie kann man die Gestaltungskriterien, was sind es für Gestaltungskriterien, die ich berücksichtigen muss als Führungskraft, damit ich für mich so eine, ich nenne es immer gesunde digitale Arbeitsorganisation habe, ja, dass ich durch eine Arbeitsorganisation auch den Stress meines Teams, meiner Mitarbeitenden reduzieren kann. Und das sind alles neue Dinge. Deswegen das Upskilling, ja, das ist wichtig für die Führungskräfte, nicht nur IT-Training, sondern jetzt kannst du auf die sieben Säulen der digitalen Fitness gehen. Was bedeutet es dann? Das haben wir mal zusammengefasst in sieben Teilbereiche. Die sind dann auch im Buch mehr oder weniger wiedergespiegelt in eigenen Kapiteln. Wir haben das Thema Mindset. Was ist das für ein neues Mindset? Dann fragen immer welche, ja, wie entwickle ich Mindset? Mindset-Entwicklung ist ja immer langfristig, aber wir wollen erstmal darlegen, was ist das neue Mindset? Dann also mein Herzensthema auch immer ist, diese produktive digitale Arbeitsorganisation zu implementieren. Also ich sage es immer, gesunde Arbeitsorganisation. Dann kenne die Besonderheiten der digitalen Kommunikation. Viele denken, ja, ich hau mal im Teams-Chat was raus, da schreibt man eine E-Mail und das war's dann. Aber digitale Kommunikation hat ganz eigene Spielregeln, als wir es gewohnt sind von der analogen Kommunikation. Dann Tools richtig einsetzen, da werden sich einige wundern, warum ist es immer noch ein Erfolgsfaktor? Weil wir sehen noch, Tools werden immer noch häufig sehr falsch eingesetzt oder sehr uneffektiv eingesetzt. Dann das Thema Digital Trust ist ganz wichtig. Wie kann ich in so einer flexiblen, dynamischen Arbeitswelt mein Team zusammenhalten? Dann, Gerald, das ist dein Thema, digitale und Medienkompetenz. Und was wir dann neu gesehen haben, das sind wir auch wirklich beim Buchschreiben erst draufgekommen. Da waren wir selber, Gerald, ganz erstaunt, als wir die Studienlagen gecheckt haben, dass plötzlich das Thema Mental Health und Digital Wellbeing ganz großes Thema geworden ist. Und es ist kein Wischiwaschi, ich mache mal so eine Meditation und Achtsamkeitsübung, sondern geht es wirklich darum, dass ich sage, wie schaffe ich denn auch eine psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz als Führungskraft, dass meine Mitarbeitenden auch ausdrücken können, wenn sie gestresst sind. Ne? Weil Stress war immer, wenn ich früher gesagt habe, oh, ich habe Stress, dann war ich der Low-Performer immer für die Führungskraft. Aber jetzt, wenn ich sage, ich habe Stress, ist es so ein Warnzeichen für die Führungskräfte, dass was im Argen liegt. Und es hat nichts mit Low Performance zu tun, sondern Menschen suchen nach Möglichkeit, auch ihre Performance zu erhalten in solchen Arbeitsumgebungen. Und das ist jetzt nicht, dass ich mal jemanden auf eine Meditationsreise schicke, sondern wirklich, wie kann ich eine Kultur implementieren? Wie verhalte ich mich auch, dass meine Mitarbeiter sich so sicher fühlen, auch solche Dinge mal anzusprechen, ja? Also diese mentale Gesundheit auch. Mhm. Genau, ja, das sind die sieben Säulen.
Das sind die sieben Säulen. Und wir haben natürlich viel Diskussion auch über diese sieben Säulen in unseren verschiedenen Arbeitsumgebungen, die Nadine und ich, und reflektieren das sehr viel. Und wir kriegen da auch immer mal wieder so das Feedback. Was bei mir läuft es sehr häufig so auf, irgendwie so, naja, eigentlich suchen wir doch nur die heißen neuen Apps und so weiter und so fort. Aber Leute, Führungskräfte haben ja Verantwortung, nicht nur für ihre fachliche Umgebung, sondern auch für ihre soziale Umgebung. Und da erleben wir tatsächlich nach wie vor, liebe Chefs, wenn ihr jetzt unter uns seid, ihr kümmert euch zu wenig um eure Leute. Punkt. Es gibt viele, viele Ausnahmen. Man kann es prozentual nicht sagen. Vielleicht sind es 10, vielleicht sind es 20%. Vielleicht sogar, wenn wir gut denken, vielleicht ein Drittel. Aber doch die Mehrheit kümmert sich nicht um die Leute. Und das ist uns bewusst geworden, dass alle Anforderungen an jegliche neue Arbeitswelt und hybride Arbeitswelt aktuell einfach es zwingend bedarf, dass man sich um seine Leute kümmert. Genauso wie man sich um seine Kunden kümmert. Es gibt also genauso den wichtigen Ansatz der Mitarbeiter, wenn den Mitarbeiter bitte genauso behandeln wie deinen Kunden. Und das ist vielleicht also mal so ein Anker, den wir mal so reinwerfen möchten für euch. Viel mehr muss man jetzt erstmal gar nicht wissen, weil wenn einem das bewusst wird, wenn man diesen Mindset für sich entdeckt, dann ist man schon richtig, richtig weit vorne weg. Ne? Vielleicht können wir mal, vielleicht könnt ihr mal im Chat schreiben, die Zuschauer, was ihr darüber denkt oder was eure Erfahrungen sind zu den sieben Säulen. Wir haben es jetzt, das sind unsere sieben Säulen, aber vielleicht habt ihr gesagt, oh, ihr habt was vergessen oder das ist bei uns jetzt ganz wichtig. Also gerne hier ein bisschen interaktiv mitmachen, dass wir auch gerne auf eure Fragen eingehen. Das ist immer sehr spannend, weil, wie gesagt, das sind unsere Gedanken, aber die Welt ist dynamisch und es gibt da, glaube ich, jetzt auch kein richtig oder falsch. Ja, also wir machen jetzt alle unsere Erfahrungen auch und ich bin da immer ganz interessiert, auch dann von Unternehmen zu lernen, was dann dort dann ja gerade wichtig ist. Ne? Ja, super. Also Hände klatschen, Daumen hoch, gerne mitbringen, mitmachen, gerne interagieren, jetzt idealerweise oder dann nachher auch. Vielleicht haben wir dann mit Sicherheit noch Zeit für eine Q&A. Was genau. Haben wir sie eingeplant? Also gerne. Es ist wirklich Austausch. Wir möchten da mit der Community, mit der Business-Community da in den Austausch gehen mit unseren Themen. Wer nur liest und die Einbahnstraßenkommunikation mit einem Buch genießt, gerne natürlich auch das. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber das Dumme ist, man kann dann halt in einem Buch keine Kommentare an die Autoren schreiben. Na, das ist dann halt genau. Ja, das Ding. Mindset haben wir schon angesprochen, Nadine und du und ich, und haben jetzt gesehen, okay, um jetzt solche Veränderungen aktiv zu gestalten, braucht es einfach ein Mindset. Es gibt einen Anglizismus für dieses um den Mitarbeiter kümmern. Das nennt man Neudeutsch oder im englischsprachigen Bereich Employee Experience. Das heißt also, dass es für die Führungskraft wichtig ist, Arbeitsumgebungen zu schaffen, die dem Mitarbeiter eine positive Arbeitserfahrung ermöglichen. Das klingt schon echt völlig betriebsratsmäßig irgendwie so. Ich glaube, das wollen die schon seit 100 Jahren. Aber da ist was dran, in der Tat. Denn, Nadine, du hast es vorhin gesagt, je jünger die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, umso wichtiger ist deren Experience am Arbeitsplatz. Und wenn sie sich dort nicht einbringen können, nicht persönlich ihre Potenziale einbringen können, dann empfinden sie das als negativ und dann sind sie auch einiger Zeit dann auch schnell wieder weg, ne? Genau, das ist das Thema Purpose, was wir angesprochen haben. Haben wir auch ein ganz großes eigenes Kapitel im Buch. Das ist auch nicht wischiwaschi, ja, plötzlich, sondern das ist wirklich, was die Menschen wollen. Wie kann ich mich einbringen? Aber nicht nur mit meinen Skills und Fähigkeiten, sondern auch als Mensch. Also ich habe auch persönliche Ziele. Und wie kann mein Unternehmen darauf auch eingehen? Wie kann ich mich als komplett mit meinen Zielen und Persönlichkeit mit einbringen? Und das wollen, ja, das wird verstärkt bei den jungen Menschen gefordert. Von uns auch, klar. Aber die Mitarbeiter, die suchen sich diese Arbeitgeber nach der Employee Experience aus. Und das ist Aber super cool. Ich komme ja noch aus einer Generation, ich bin ja 66er Jahrgang, ne? Und ich bin ja so sozialisiert, beruflich sozialisiert, da gab es sowas nicht. Ne? Also mich hat nie ein Mensch gefragt in meiner Arbeit. Also solange ich jedenfalls in den Jahren im Angestelltenverhältnis war, nie eine gefragt, willst du und so weiter, sondern ich wurde eingestellt aufgrund einer formalen Fähigkeit in Form eines Zertifikates, ob das nun Abi war oder ein Zeugnis der Hochschule oder sowas. Aber welche Potenziale und wie man die am besten heben kann, das war nie ein Thema.
Interessanterweise ist, wenn ich mit meinen Gleichaltrigen aus meiner Generation spreche, geht es uns allen gleich. Wir haben bloß folgende Situation. Wir, also diese Ü50-Generation, die sitzen an den Schalthebeln in den Unternehmen heute. Und die bestimmen das noch, wie es geht. Und deswegen ist es für viele, gerade die älteren Führungskräfte, unglaublich schwer, diesen Mindset, den wir jetzt so kurz skizzieren, anzunehmen. Ich will nicht sagen verstehen tun es viele rational, aber wirklich auch intellektuell und emotional anzunehmen und das als einen ganz wichtigen Erfolgsfaktor nicht nur für die Führungsarbeit, sondern auch für das Unternehmen, für das Team betrachten. Mhm. Fällt vielen sausam schwer. Es, ne? Ist immer noch Kontrolle, ne? Kontrolle ausüben. Ja. Ich habe Lust von Kontrollverlust, deswegen muss meine Mitarbeiter auch von 9 bis 17 Uhr anwesend sein. Dann sagen immer noch welche, das ist ja der letzte Punkt, wenn der von 9 bis 17 Uhr anwesend ist, ist er produktiv? Bin ich 8 Stunden produktiv? Ehrlich gesagt, nein. Das ist kein Messer von Performance. Wir haben eine komplett falsche Performance-Messung von Mitarbeitern. Hm. Ich mache gerade einen Kurs Performance-Messung im digitalen Zeitalter und wie kann man Daten richtig interpretieren? Das ist super spannend. Und wir haben ganz falsche Annahmen von Mitarbeiter-Performance. Die sind komplett veraltet. Und eine Mitarbeiter-Performance ist zum Beispiel, ich kann als Führungskraft Ziele setzen, das ist jetzt nichts Neues. Das sagen mir in der Betriebswirtschaft, in der Managementlehre seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, hunderten von Jahren, du musst Ziele setzen. Aber wer macht denn das schon, richtig gute Ziele setzen, sagen, ich gebe das Ziel, richte das nach deinen Produktivitätszeiten ein, liefere mir das irgendwie an dem Datum X ab. Und wie du es machst, wann du es machst, ist mir vollkommen egal. Welche Führungskraft macht denn das aus deiner Generation zum Beispiel? Die sagen, du musst das jetzt von 9 bis 17 Uhr machen und es ist mir total egal, ob du einen schlechten Tag hast, einen guten Tag oder ob du nur morgens produktiv bist, ob du nachmittags produktiv bist. Ich kann so keine Performance mehr hochhalten oder messen, das ist komplett falsch. Also dieses Management bei Ergebnisse versus Management bei Anwesenheit, das muss in Frage gestellt werden. Das ist uns alles klar, aber letztendlich wird es immer noch nach alten Performance-Messungen gemacht auch. Zeit ist kein Performance-Messer. Naja, das sind so die KPIs, die so in gerade so bei den etwas Älteren in die Köpfe, man muss schon beinahe sagen, ins zentrale Nervensystem implantiert sind. Ja. Mhm. Und es ist natürlich auch schwierig, das kriegst du ja ohne harte Drogen, kannst das Nervensystem ja gar nicht beeinflussen. Also insofern ist die Frage wirklich, welche harte Droge braucht man eigentlich? Ich glaube, dass die harte Droge einfach die Veränderungen sind, die wir jetzt gerade erleben. Corona, eine große, Krieg in Europa, eine zweite große und die Aussicht der gesamten Finanzbranche und der gesamten Wirtschaft. Da haben wir jetzt ja so einige so von OECD und G7-Gipfel und sowas alles vor uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Und da werden die Aussagen kommen, die mir schon bekannt sind. Leute, es wird nichts mehr so sein wie bis 2019. Ja, also die fetten Aufschwungzeiten sind vorbei. Wohl wissend, dass es durchaus noch Wachstum gibt. Also wir werden jetzt nicht in eine Massenrezession weltweit gehen, wir sagen alle Volkswirte weltweit, aber der große Aufschwung ist vorbei. Wir müssen uns also in den Unternehmen, haben wieder Zeit, mit uns sich selbst zu beschäftigen einerseits und andererseits daraus schon die Saat zu sehen, um uns denn fit zu machen für alles, was da jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Mhm. Selbstorganisation ist ein großes Thema, ne? Also das als Prinzipien. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich an der Hochschule anfing, ganz, ganz kleiner Mini-Exkurs, aber ich glaube sehr prägsam für vielleicht andere. Als ich an der Hochschule begann, kam ich aus einer Selbstständigkeit, habe 11 Jahre eine eigene Firma gehabt, vorher Manager bei Bertelsmann gewesen und in beiden habe ich ziemlich autoritär geführt. Ich hatte so einen autoritären Führungsstil und kam so in die Hochschule und sagst so, bam, zack, so ist das und bumm, jetzt bin ich Prof. Und jetzt habe ich sogar noch den staatlichen Siegel auf die Stirn gekriegt, dass sie das auch alles so darf und weitermachen darf. Dann habe ich aber festgestellt, gerade so in Vorlesungen und so weiter, dass du die Menschen überhaupt nicht erreichst. Du erreichst sie mit einem autoritären Führungsstil nicht. Die haben, teilweise wurde gesprochen, sie hätten Angst vor mir. Also ängstliche Gefühle, sobald nur mein Konterfei irgendwo auf dem PowerPoint erschienen, sind die schon zusammengezuckt. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich brauchte Jahre, 2, 3, 4 Jahre dafür. Und dann gab es so halt so 2, 3 Ereignisse,
die mich dann intensiv zum Nachdenken gebracht haben und dann einfach auch so eine Veränderung in Gang gesetzt haben, ne? Und ich will nur sagen, es kann gelingen, es braucht sicherlich ein bisschen Zeit, den Mindset zu entwickeln. Für die Jüngeren ist es die Steilvorlage und für die Älteren, naja, ist vielleicht Hopfen und Malz schon verloren, ich weiß nicht. Aber es geht auf jeden Fall. Man kann sich in diese Richtung von neuen Mindsets in Richtung mehr Selbstorganisation, mehr Employer Experience, mehr Management bei Ergebnisse und so weiter hinentwickeln. Funktioniert. Mhm, genau. Eigene private Erfahrung. Sehr gut. Sollen wir auf die nächste Säule schon gehen? Auf die. Ich würde sagen, ich gucke mal kurz in den Chat. Chat ist nichts. Genau. Wir werden in Ruhe gelassen. Ja, schade. Aber danke mal schon mal ein paar Punkte zur Arbeitsorganisation sagen. Genau, Faktor Zeit und Ort sind plötzlich, spielen eine große Rolle. Das war vorher nicht der Zeit. Wir haben alle denselben Ort und selbe Zeit gehabt. Das heißt, wir hatten alle denselben Kontext und plötzlich arbeiten wir in verschiedenen Kontexten auch, ja. Wenn man an verschiedenen Orten arbeitet und der Kontext ist ganz wichtig, um auch gemeinsam Erfahrungen zu machen. Diese gemeinsame Erfahrungsbasis fehlt jetzt natürlich in so einer digitalen Arbeitsorganisation. Und was ganz wichtig ist, essentiell ist, ist, wie finden wir die gute Balance zwischen dem asynchronen Arbeiten und der Kommunikation und dem synchronen Arbeiten? Also wie schaffen wir so eine Kultur, also synchron, was müssen wir zusammen in Echtzeit machen? Jetzt ist es Echtzeit in einem Meeting. Oder was kann man asynchron machen? Ich kann nicht das haben ja auch Studien gezeigt, ich kann nicht den ganzen Tag 8 Stunden in Online-Meetings hocken. Also da drehe ich ja durch, ne? Aber viele machen das noch ein Meeting nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten. Und wie kann ich denn auch so eine Organisation schaffen, dass ich sage, was ist denn wirklich essentiell an Meetings, an Echtzeit, an Synchronisation? Und wo habe ich denn dann auch wirklich dann meine eigene Fokuszeit und asynchrones Arbeiten? Und da gibt es auch kein Schwarz und Weiß. Also viele sagen, das muss asynchron sein, ne? Die neuen Remote-Berater, wir machen gar nichts mehr synchron. Und alle sagen, ja, wir brauchen alles synchron. Also sowohl das eine Extrem als auch das andere Extrem wird nicht funktionieren. Nur asynchron, da fällt alles auseinander. Nur synchron bin ich komplett überlastet. Also ich muss erstmal meine Prozesse anschauen und auf Basis meiner eigenen Prozesse dann wirklich die Aufgaben hier anschauen und zu bewerten, wie kann ich denn das jetzt auch organisieren? Und da gibt es auch kein Schwarz und Weiß. Einige werden mehr synchron arbeiten, einige können mehr asynchron arbeiten. Also ich bin da kein Verfechter von Extremen, sondern immer nur von der jeweiligen Situation. Und da ist auch jedes Unternehmen anders aufgestellt, ja. Aber allein schon, dass man sich die Gedanken macht, das ist neu in so einer Arbeitsorganisation. Viele machen sich gar nicht. Sie sagen gar nicht, aber wir müssen alles synchron machen, alles in Meetings und alles in Chats. Und dann wundern sich, wenn die Mitarbeiter überlastet sind und gestresst sind. Hm. Das wird nicht funktionieren. Das ist so typisch deutsch, Nadine, ne? Entweder oder. Also entweder wir machen es ganz online oder entweder ganz im Büro. Christiane hat zwei Kommentare reingehauen. Vielen Dank dafür, liebe Christiane. Mit einem Hinweis, Zitat, Slack ist die Hölle. Kann die Hölle sein, ja dann. Ja, Slack macht dich wahnsinnig, ja. Also wenn du sonst keinen Sinn im Leben mehr hast, oder dann installiere Slack ohne Frage. Aber es gibt viele Gründe dafür natürlich, klar. Also gerade so in technischen Entwicklungsumgebungen ist es die Waffe schlechthin, ne? Also da wird es dann hoch gefeiert, ne? Beispielsweise. Aber Christian hat auch noch zweitens gesagt, stattdessen ist Beziehungsarbeit der Schlüssel-Key. Also die 1-zu-1-Gespräche wären absolut wichtig und sind die absolut notwendige Grundlage. Und da hast du vollkommen recht, absolut. Also wirklich shake hands für diesen Kommentar. Das haben wir auch ziemlich ausführlich ausgearbeitet in unserem das Buch. Das ist Digital Trust, genau. Genau, Digital Trust, wie kann ich denn Konnektivität herstellen? Also das vergessen hat viele Führungskräfte, sagen, oh, ich habe irgendwie Aufgaben verteilt. Habe da so ein Taskmanagement jetzt und da ist jetzt irgendwas reingeschrieben, das wird jetzt gemacht, aber ich vergesse komplett, dass ich dann ich muss wirklich Zeit nehmen und blocken, meine Leute auch mal anzurufen oder mal zu sprechen. Im Büro macht man das immer,
macht man es automatisch, hey, wie war dein Wochenende, wie geht's dir? Dann nehmen wir uns keine Zeit bewusst, sondern es geschieht nebenbei. Und jetzt müssen wir uns plötzlich bewusst Zeit einräumen im Kalender, um auch solche Dinge zu, ja, auch weiterhin zu haben. Und das auch so zu gestalten, dass es auch kein Stress ist für viele, wenn sie sagen, oh Gott, wieder ein Meeting, wo wir einen virtuellen Chat, Coffee-Chat haben. Ne? Das ist dann, oh nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also es muss irgendwie dann auch so, so gestaltet werden, dass die Leute drauf Bock haben und nicht sagen, oh, noch ein Meeting, ich habe keinen Bock drauf. Und dann, ja. Und dann auch noch ein Punkt vielleicht zu der Arbeitsorganisation. Ganz, ganz große Herausforderung ist natürlich dann auch Transparenz herzustellen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht bei dem gleichen Kontext habe, wie bleiben wir auf dem Laufenden, ohne dass ich jetzt laufend Push-Benachrichtigungen rausschicke und dann wieder Ablenkungen habe, sondern wie schaffe ich dann wirklich dann auch, dass alle auf dem Laufenden sind, aber ohne dass jeder jetzt laufend Benachrichtigungen kriegt. Das ist eine ganz große Herausforderung. Absolut, absolut. Du hast auch die Balance ja zwischen synchroner und asynchroner Tätigkeit schon ausgesprochen. Nochmal so auch, um das so in seinem Mindset zu verankern. Es geht nicht um das so, entweder oder, sondern es geht um sowohl als auch. Also ja, natürlich sollen neue digitale Medien und Technologien genutzt werden für die Arbeit. Wir beide tun das. Ich glaube, die allermeisten tun das von uns. Und es geht jetzt nicht darum, den Strom abzuschalten. Sondern es geht mehr darum, ne? Also mehr Sinn zu schaffen, mehr Anschluss in die eigene Wertschöpfung zu schaffen. Und da ist in der Tat, verdaddeln wir viel zu viel Arbeitszeit und viel zu viel Lebenszeit, als da wirklich produktiv zu werden. Also riesengroßes Thema, ja. Genau. Dann noch zum vielleicht ein kurzer Punkt, Thema Austausch versus Dokumentation. Wenn ich natürlich mit asynchron viel arbeite, dann fehlt mir dieser Wissenstransfer und ich habe auch viel mehr Dokumentation von Dingen, die ich gemacht habe. Das ist ganz wichtig für den Wissenstransfer und es ist auch eine Herausforderung, die Dokumentation einfach zu gestalten und da auch mal tolle Tools auszuprobieren, wie Loom oder mal eine Chat-Zusammenfassung oder auch mal, vielleicht gibt es da eine tolle KI dann auch mal, wie kann ich denn, weil Dokumentation macht keinen Spaß, ist zeitaufwendig, ich habe keinen Bock drauf, meine Ergebnisse zu dokumentieren, ist aber wichtig, dass das Team weiß, was ich gemacht habe. Also da auch mal, da gibt es auch schon ganz tolle Tools, da auch mal auf den Toolmarkt schauen und einfach mal für den Wissenstransfer dann Tools ausprobieren. Das möchte ich auch mal jeden einladen. Aber jetzt kann ich nicht an mich halten, Nadine. Jetzt muss ich einfach die KI-Tool-Party erwähnen, ja. Ich gebe den Link in den Chat hinein. Wir haben eine Datenbank entwickelt mit KI-Tools, also Tools, die mit künstlicher Intelligenz das Arbeiten einfacher gestalten sollen und produktiver machen sollen. Gerne reinschauen. Es gibt einen kostenfreien Account. Gerne mal reinschnuppern und macht euch ein eigenes Bild davon. Ja, okay. Cool. Das soll jetzt das Einzige jetzt als kleiner Werbung. Kannst du gerne machen. Es ist super interessant, besonders, ihr macht ja viel Marketing-Tools, aber vielleicht kann man mal eine Sektion machen, Arbeitsorganisation. Ja. Da hätte ich mal richtig Bock auf eine Recherche, was für Tool gibt es wirklich für Arbeitsorganisationen, genau solche Dinge ein bisschen zu vereinfachen und was auch Spaß macht. Ne? Ja. Ja, also da sind wir wirklich Thought Leader und ganz relativ weit vorne weg, sehr nah an der Wirtschaft. Nadine und ich, also und der Christopher, mit dem wir das machen, das verbindet uns eigentlich ja dieses Thema und darum einfach unsere Channels hier beobachten und gucken, was wir so machen. Ich glaube, da ist einiges sehr, sehr Nutzwertiges für den einen und anderen dabei, ja. Wir haben das mit den Tools ja schon angesprochen hier. Schau mal, also welcher Tool-Mix macht uns eigentlich produktiv? Also vielleicht können wir das mal so herausgreifen, Nadine, dass wir darüber vielleicht mal unsere Erfahrungen weitergeben. Es gibt so viele Tools ohne Ende. Ich war auf der OMR vor drei Wochen oder vier Wochen, die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, eigene Halle nur mit Tools. Da bin ich rein und bin völlig gelähmt wieder auf allen Vieren rausgekrochen, weil ich dann so voll war und überrascht war, wie viele Tools es tatsächlich gibt. Was können denn jetzt so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tun, um das für sich relevante Tools eigentlich zu identifizieren? Das macht uns ja fertig, ja? Erstmal der Glaubenssatz, mehr Tools machen nicht produktiver, ausräumen.
Wenn man dann sagt, oh, die 100 besten Remote-Tools, so Listen, oh, ich installiere mal alles und dann bin ich produktiv. Nein, eher der Gegenteil ist es, weil mehr Tools machen unproduktiv. Also ist meine Wahrnehmung. Und wenn halt die Hausaufgaben vergessen. Ich muss mir erstmal Gedanken machen, welche Prozesse habe ich, wie arbeite ich zusammen, welche Szenarien habe ich da und welches Tool kann uns bei welchen Szenarien und welchen Situationen weiterhelfen? Und da kann ich nicht jetzt, klar, wenn ich Office 365 habe, es ist eine Suite, da habe ich alle Möglichkeiten, aber Microsoft gibt mir nichts vor, wie ich das zu nutzen habe. Ich muss mir dann Gedanken machen, wie setze ich das ein? Wie strukturiere ich meinen Workplace? Das vergessen auch viele. Wie bringe ich eine Struktur in den Workplace rein, dass jeder das Relevante auch mit wenigen Klicks findet? Ja. Wie organisiere ich mein OneDrive, wie organisiere ich meine Teams-Chat, welche Kanäle brauchen wir? Und zu viel ist immer blöd. Also da finde ich nichts. Ich brauche das Relevante. Und das ist auch was sich die Führungskräfte mal mit dem Team, vielleicht am Teamtag mal machen sollten, zusammensetzen. Hey, ist unser Workplace denn so strukturiert, dass wir damit arbeiten können? Haben wir die richtigen Tools? Fehlt euch was? Oder seid ihr einfach überlastet, überfordert mit der Anzahl der Tools oder haben wir die falsche Struktur? Ja, also man muss sich diese Struktur erstmal auferlegen und das ist auch wieder individuell nach meinen eigenen Businessprozessen. Da gibt es auch kein Schwarz und Weiß. Also, da muss ich mir als Führungskraft mit meinem Team Gedanken machen. Also diese absolut. Prozessanalyse, die erstmal im Vordergrund steht, die ist ganz wichtig. Ich kann nicht sagen, ja, jetzt nutzt mal dein Chat und schmeißt da alles rein, sondern ich muss mir wirklich Gedanken machen, wie ich auch da eine vernünftige Struktur reinbringe und dass meine Leute produktiv bleiben dann damit auch. Ne? Ja, absolut. Guck mal, Nadine, du hast so einen wunderbaren Chart entwickelt, den ich jetzt gerade mal einblende, zwischen Design und User Experience. Magst du das vielleicht ja, mal? Ja, genau. Ja, der Chart, der ist vielleicht bekannt. Das habe ich jetzt nicht, das habe ich nicht selber erfunden. Ich weiß aber leider den Urheber nicht, weil das Ding, das geht einfach schon seit Jahren rum, aber ich nutze es immer wieder. Design User Experience. Also man muss sich es vorstellen, also auf der grünen Fläche, jetzt hier von meiner Seite rechts, ist eine Straßenbahnhaltestelle. Ich habe das Bedürfnis, ich muss da schnell hin. Wer ist mein Bedürfnis am Arbeitsplatz? Ich habe ein Problem, ich brauche eine Stelle Unterstützung und eine Lösung. Und jetzt hat mir aber meine Führungskraft, mein Unternehmen, schönes Design vorgesetzt, eine Toollandschaft. Das ist der asphaltierte Weg. Das sieht auf Google Maps oder von der Drohne aus super schön aus. Das ist ein Muster. Ich muss dann schon außen rumlaufen und leitet mich dann zur Straßenbahnhaltestelle. Aber mein Bedürfnis als Mitarbeiter ist natürlich, ich brauche einen schnellen Weg. Ja, das ist meine User Experience und ich brauche kein tolles Design. Klar, es muss Spaß machen, es muss intuitiv sein, das ist Voraussetzung. Aber User Experience schlägt von meiner Seite aus Design oder Design muss User Experience abholen. Ja? Das muss Hand in Hand gehen. Ich möchte keine Umwege laufen, wenn ich sehe, meine Straßenbahn kommt dahinter, sondern dann lege ich meinen Trampelpfad an. Und was dann an vielen Stellen passiert, Gerald, vielleicht hast du auch Erfahrungen gemacht, die Führungskräfte sagen, Mensch, meine Tools werden gar nicht benutzt. Jetzt habe ich da einen Unhaufen Geld ausgegeben, um Tools einzuführen. Und meine Mitarbeiter haben sich jetzt WhatsApp-Gruppen eingerichtet. Und wir wissen alle, WhatsApp ist wirklich wenig datenschutzkonform. Das kann ich vielleicht privat benutzen, aber nicht in Business-Umgebung. Aber die haben sich dann ihre WhatsApp-Gruppen eingesetzt, weil das genau dieses Problem gelöst hat. Ja? Die wollten nicht meine Tools. Ich habe einen Haufen Geld rausgeschmissen, sondern die nutzen jetzt ihre WhatsApp-Gruppen, weil das die schnelle Kommunikation fördert. Und es müssen auch Führungskräfte lernen, wie kann ich ihn dann effektiv und schnell kommunizieren und was sind dann die Tools, die ich dann einsetzen kann, die auch datenschutzkonform sind. Sonst legen sich meine Mitarbeiter da Trampelpfade an. Und das will ich natürlich vermeiden immer, als auch von der IT-Seite her. Das ist natürlich dann auch ein großes Sicherheitsfaktor für das Unternehmen. Da gab es ja immer so die, oder gibt es ja in der deutschen Entwicklung in den letzten 30 Jahren immer so den Satz, Design follows Function. Also erstmal die Funktion aufbauen. Und da sind wir ja natürlich auch gerade so im Technologieland Deutschland und Ingenieurland Deutschland vor allem dann sehr, sehr technologie- und funktionsgetrieben. Ne? Und dann bastelt man so ein Design drum. Wir haben jetzt gerade eine Studie über E-Learning-Plattformen. Also Plattformen, mit denen man Online-Seminare organisieren kann,
läuft so unter dem Begriff Learning Management Systeme. Und wir stellen fest, gerade gestern hatte ich das auf dem Tisch, stellen fest, dass wir in Deutschland sehr, sehr sichere und gute Systeme haben, die technisch wunderbar funktionieren, aber diese User Experience eine Katastrophe ist. Ja, also sehr, sehr systematisch, sehr strukturiert. Die Felder sind dann auch ganz, ganz genau und abgezeichnet. Man möchte gleich alles wissen an Kontaktdaten, wenn man sich dort einloggt und so weiter und so fort. Während wenn man sich mal außerhalb von Europa oder außerhalb von Deutschlands und dann weit über den See, dann vielleicht sogar nach Nordamerika bewegt, ist völlig, völlig anders. Da steht wirklich die User Experience brutal im Vordergrund. Wir nutzen hier beispielsweise ein Tool mit dem Streaming für Streaming, das heißt StreamYard. Da brauchst du noch nicht mal mehr ein Passwort. Da gibst du nur deine E-Mail-Adresse ein, kriegst einen Code zugeschickt und dann mit dem Code kannst du dich dann einloggen. Das heißt, du brauchst Geschichte noch nicht mal dazu. Geschichte ja. dazu, ich habe meinen StreamYard-Account gesucht. Ich habe ja meine Passwort-Tools, ne, wo ich meine Passwörter eintrage. Oh Gott, ich habe kein StreamYard eingetragen. Was ist mein Passwort? Wo ist mein Account? Ja. Und wie habe ich mich angemeldet? Brauche keinen Account mehr. Brauche kein Passwort mehr. Unfassbar. Es gibt keinen Account, Nadine. Ich wollte es gar nicht glauben. Ja? Es gibt keinen Account, den du pflegen kannst. Die haben bis auf deine E-Mail-Adresse haben die keine Daten von dir. Ja. Also es geht. Und mit einer unfassbar hohen User Experience, wie wir sie jetzt heute hier auch live praktizieren dürfen. Also toll. Deswegen, also das ist ein großes, großes Thema. Wir brauchen mehr Experience. Wir brauchen einfach, ich glaube, in den Unternehmen mehr Spaß an dem, was wir da machen. Ne? Kann man das so sagen? Mehr Bock auf ein cooles Ding, was ich mit StreamYard mache oder mehr Bock auf eine neue Herausforderung, mehr Freude. Ich glaube, vielleicht sind es manchmal nur so diese einfachen Geschichten, ja, die diese Experience liefern. Ja. Gerhard, wir haben noch 5 Minuten. Also wie gesagt, ich glaube, wir könnten den ganzen Tag noch drüber sprechen. Wir haben ja erst 2, 3 Säulen von 7. Also wir haben noch Kommunikation. Es ist ein ganz großes Thema, Kommunikation. Also das ist auch eines der größten Kapitel im Buch, der längsten Kapitel. Ja. Weil da so viel falsch gemacht wird. Allein schon, wie drücke ich meine Intention aus? Wenn ich plötzlich asynchron arbeite, muss ich alles verschriftlichen oder viel verschriftlichen. Wie kann ich eine Intention ausdrücken? Bei Kommunikation ist der Konflikt Ursache Nummer 1 in der digitalen Arbeitswelt. Ja. Wie gestalte ich die Kommunikation? Und allein schon so ein digitales Kommunikationstraining für Führungskräfte zu besuchen, ist verdammt viel wert, ja. Absolut, absolut. Ja, Nadine, wir könnten echt wirklich, also wir haben ja besprochen, wie verfahren wir weiter. Für uns ist das jetzt ein Kick-off in Form eines Experimentes. Mir macht Spaß und so weiter und Nadine, dir macht es vielleicht auch Spaß. Frage, kann ich ja nicht in dich reingucken. Also ja, macht uns Spaß. Wir möchten das, glaube ich, gerne fortsetzen. Vielleicht schreibt ihr in die Kommentare von den Anwesenden, die dabei sind, ob wir das fortsetzen sollten. Bei positivem Feedback, ja, sind wir natürlich auch motiviert, weiterzumachen. Wir haben noch erstens noch einen Haufen Säulen. Wir haben einen Haufen Insights, Erfahrungen, Experience aus unseren jeweiligen Aktivitäten, die wir mit euch teilen möchten, mit euch diskutieren möchten, sodass ihr davon lernen könnt, dass ihr euch aber auch einbringen könnt und wir von euch lernen können. Super, super wichtig. Und also insofern gerne unsere beiden Accounts bei LinkedIn verfolgen und dann werden wir auf die nächsten Events, die noch nicht fertig aufgesetzt sind, einfach aufmerksam machen. Es gibt auch sowohl von Nadine als auch von mir einen LinkedIn-Newsletter. Gerne abonnieren, dann kriegt man da auch Informationen. Genau. Und wir last but not least, Nadine. Ein Geschenk haben wir noch für euch. Ein Geschenk. Nadine, magst du dazu was sagen? Dann mache genau. ich Genau, also wir haben erst einmal ein White Paper für euch vorbereitet, wo für die 7 Säulen der digitalen Fitness, wo wir alles nochmal zusammengefasst haben. Und das könnt ihr euch herunterladen. Ihr werdet dann, wenn ihr möchtet, in diese E-Mail-Adresse-Liste könnt ihr euch eingetragen lassen. Dann kommt ihr auch von uns Neuigkeiten zu Events oder mal einen Hinweis, ich habe einen neuen Blogartikel, also dass ihr da ein bisschen Ressourcen von uns bekommt. Genau, das haben wir für euch. Und dann haben wir uns überlegt, wir verlosen ein paar Bücher. Wie viel, Gerald? 2 Bücher. Zwei Bücher an diejenigen, die sich für das White Paper eingetragen haben.
Also da genau. Bitte eine richtige, also wir haben da nur eure E-Mail-Adresse, wir werden euch dann per E-Mail kontaktieren. Wir vertraut uns, dass wir wieder eine kleine Verlosung stattfinden lassen im Hintergrund. Und dann werden wir euch per E-Mail informieren, ob ihr der Gewinner oder die Gewinnerin seid. Also bitte tragt eine richtige E-Mail-Adresse ein, keine Trash-E-Mail-Adresse, also auf die wir euch dann kontaktieren können für den möglichen Buchgewinn. Ja. Ja, super, super. Also insofern gleich Double Geschenk, ne? Also einmal natürlich dann das White Paper, wo ihr nochmal eine Zusammenfassung bekommt und dann noch in der Verlosung das Buch. Also ja, toll. Also ich glaube, das ist ein toller Incentive, jetzt einfach weiterzumachen. Ja, Nadine, dann ich hatte das erste Wort und dann hast du das letzte Wort, okay? Okay, also lieben Dank. Also Gerald hat unheimlich viel Spaß gemacht für den ersten Stream, sollte mir fortführen. Und vielen Dank für alle, die hier zugesehen haben, für die Kommentare oder an alle, die das noch im Nachgang verfolgen. Würde mich freuen über Kontakt in LinkedIn, über hinaus. Vielleicht, wir haben ganz viele Angebote, ganz viele Workshops. Vielleicht können wir euch auch unterstützen, eure Unternehmen, über die kostenlosen Ressourcen hinaus. Also sprecht uns an, wenn ihr irgendein Problem habt, einfach eine Nachricht schreiben. Wir sind offen. Und dann freue ich mich auf den nächsten Stream, wenn wir weitermachen. Wahrscheinlich gibt es eine Sommerpause, müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es dann im September weiter. Ich habe gerade festgestellt, die Sommerferien beginnen schon. Also das Jahr ist irgendwie schon fast wieder rum. Genau, dann bleiben wir in Kontakt. Und vielen Dank für eure Teilnahme, Kommentare und noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Und ich danke dir, Nadine. Das war fantastisch. Also vielen Dank für deine ganz tolle, kompetente, charmante Begleitung hier. Dankeschön. Ciao. Dann an alle. Tschüss.